Griechenland und Zypern haben am Mittwoch gemeinsam mit Frankreich umfangreiche Luft- und Seemanöver vor Zypern gestartet. Die Türkei führte ihrerseits gemeinsam mit den USA eine Marineübung im östlichen Mittelmeer durch. Auch nach dem Vermittlungsversuch des deutschen Außenministers Heiko Maas halten die Spannungen zwischen Athen und Ankara um Seegebiete im Mittelmeer an. Es ist ein Recht, das sich unser Land vorbehält, in Zukunft in anderen Seegebieten Übungen abzuhalten und das bereits von unseren Nachbarn mit Bezug auf das Seerechtsübereinkommen und unter Berücksichtigung einer Küstenentfernung von weniger als 24 Meilen ausgeübt wurde. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich zu keinerlei Zugeständnissen bereit. Auf einer Veranstaltung in der Türkei sagte er, genauso wie wir nicht auf das Land, die Souveränität und die Interessen anderer abzielen, so werden wir bei dem, was uns gehört, auch niemals Kompromisse eingehen. Wir sind entschlossen, alles zu tun, was in politischer, wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht notwendig ist. Wir laden unsere Gesprächspartner ein, sich zusammenzuraufen und Fehler zu vermeiden, die zu ihrem Ruin führen könnten. Am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister in Berlin hieß es, dass es bereits am Freitag ein Telefonat zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Erdogan geben könne. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will bei einem EU-Außenministertreffen an diesem Donnerstag und Freitag Optionen für weitere Sanktionen gegen die Türkei präsentieren. The Greeks are not reliable.